Hallo Kids, hier ist der Dennis von der Kindersportakademie und heute wollen wir euch eine Sportstunde präsentieren. Und ich habe euch jemanden mitgebracht, da ist die Maggie. Wir wollen heute zum Warmmachen Stopptanz spielen. Das kennt jeder und da kann auch jeder mitmachen. Also, los geht's, wir zeigen euch die erste Übung, ihr macht mit und wenn die Musik ausgeht, frieren wir ein. Auf geht's. Wir laufen erst auf Zehenspitzen. Auf die Plätze, fertig, los, die Musik läuft schon. Seid ihr alle eingefroren? Okay, die nächste Bewegung ist das Pferd. Wir machen einen Pferdchenlauf. Habt ihr es geschafft? Jetzt machen wir einmal rückwärts laufen. Wer das schon schafft, kann natürlich auch ein bisschen schneller. Ganz groß Melodie. Laps ab, noch schneller. Einfrieren, es darf sich nichts bewegen. Sonst habt ihr verloren. Als nächste Bewegung, wenn die Musik läuft, machen wir seitlich springen oder gehen. Los geht's! Wer es noch nicht so schnell machen kann, kann auch langsamer gehen. Etwas kleineren. Wieder einfrieren, nichts darf sich bewegen. Und jetzt verwandeln wir uns in ein Flugzeug. Wir fliegen und laufen durch die Wohnung oder durch den Garten. Los geht's. Wieder einfrieren. Und jetzt versuchen wir mal nur auf den Hacken zu gehen oder zu laufen. Und los geht's. Körperspannung ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Sieht nur ein bisschen blöd aus. Wer es schon schafft, drückt ein bisschen auf die Tube. Nimm die Arme mit, dann geht's einfacher.
Und zum Abschluss der ersten Runde können wir mal so schnell wir können durch die Wohnung oder durch den Garten flitzen. Kreuz und quer! Die Richtung wechseln. Könnt ihr auch ruhig mal die Sachen mit einbauen, wenn die Musik weiterlaufen würde. Sehr gut gemacht. Seid ihr schon ein bisschen warm? Natürlich. Jetzt kommt aber die zweite Runde. Und das machen wir wie folgt. Wenn die Musik läuft, könnt ihr euch frei bewegen. Tanzen, Hopserlauf, die Sachen vielleicht nochmal wiederholen von eben. Und wenn die Musik stoppt, sagen wir euch eine Übung und die müsst ihr nachmachen. Okay? Also, los geht's! Erste Übung ist eine Standwaage. Solange die Musik aus ist, ein Bein anheben und auf dem anderen balancieren. Schön ist, wenn man die Arme noch zur Seite streckt. Und je nachdem, wie ihr es könnt, könnt ihr auch das hintere Bein etwas anheben. Ganz schön lange schon. Ach, lass die Musik wieder. Weiter geht's. Die nächste Bewegung ist der Hampelmann. Los geht's! Und wir können uns frei bewegen. Da ist die Musik wieder gestoppt. Jetzt machen wir Froschsprünge. Los geht's. Wie ein Frosch. Ganz schön anstrengend. Weiter geht's. Bestes Frau kann auch schon mal ein bisschen mittanzen. Ist ein Zappelhandstand. Die Maggie macht den mal vor, auf beide Beine und hinten, auf beide Hände und hinten mit den Beinen zappeln. Los geht's! Da ist die Musik wieder. Weiter geht's! So, und als letzte Übung gehen wir in den Liegestütz. Und
und versuchen den mal mit einem ganz geraden Körper zu halten. Zählt mal für euch mit, wie lange ihr es schafft. Zum Abschluss machen wir es noch mal ein bisschen locker. Atmen tief durch. Machen wir das kleine Kopfsalat auf. Schütteln alles aus. So, perfekt. Jetzt sind wir warm. Und gleich geht's weiter. Bis dahin. Hallo liebe Kinder, weiter geht's mit unserer Sportstunde. Ich habe immer noch die Maggie dabei. Und jetzt wollen wir was fürs Gleichgewichtssinn tun. Wir haben einen Parcours aufgebaut und das könnt ihr zu Hause nachmachen. Nehmt alles, was ihr zu Hause habt, Hauptsache rutschfest. Ja, Sicherheit geht vor. Wir haben zum Beispiel ein Handtuch genommen, ein Kissen, ein Seil, ein paar Stühle, zwei Frisbee-Scheiben und so weiter. Und dann müsst ihr euch ein Ziel ausdenken, wo ihr dann ganz viele Socken oder Bälle liegen habt. Und dann nehmt ihr einfach einen Wäschekorb oder eine Kiste, wo ihr die Sachen dann vom Abstand von ca. 1-2 Metern reinwerfen müsst. Wir machen das jetzt mal für euch vor und ihr könnt das zu Hause kreativ nachmachen. Okay? Los geht's! Wenn ihr hinfallt, kein Problem, einfach weitermachen. Kann das nächste Level nicht erwarten, obwohl ich dann wieder keinen Schlaf krieg. Meine Ausreden sind hart, aber aufgeben darf ich nicht. Manchmal ist der Abgrund in mir Angst aus. Ich geh nicht zurück, ich nehm nur an mir auf. Auch wenn wir schon weit gekommen sind. Wenn ihr nicht trefft, dann hebt einfach wieder den Ball auf oder die Socke, legt sie wieder hin und versucht dann nochmal. More than this.
So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gleich kommt es zur nächsten Runde. Bis gleich. So, liebe Kinder, jetzt sind wir balanciert oder haben balanciert und jetzt kommen wir zum Abschussspiel. Das Spiel heißt Blinder Parcours. Da könnt ihr alles nehmen, was ihr zu Hause habt. Wir haben uns jetzt entschieden für ein paar Becher, ein paar Flaschen und haben einen Zickzack-Parcours aufgebaut. Ziel ist es, den am Ende mit verbundenen Augen zu durchlaufen. Wir fangen aber erstmal an, dass ihr den Parcours durchlaufen dürft mit offenen Augen und dann sehen wir weiter. Die Maggie macht euch das einmal vor und geht den Parcours einmal mit offenen Augen ab. Immer im Zickzack. Und da ist sie am Ziel. Sie geht dann wieder zurück zum Start und dann wollen wir mal schauen, ob sie sich den Parcours eingeprägt hat. Aber bevor wir anfangen, das mit verbundenen Augen zu machen, machen wir es am besten nochmal mit offenen Augen. Sehr gut. So, was wir noch brauchen, ihr könnt euch natürlich die Augen verbinden mit allem, was ihr zu Hause habt. Eine Augenklappe, Binde. Wir haben hier ein Tuch genommen, das gebe ich jetzt der Maggie. So, dann wollen wir mal schauen, ob die Maggie auch noch was sieht. Wie viele Finger habe ich hier, Maggie? 12. 12 Finger, geht da gar nicht. Warte mal, Maggie, bevor du anfängst, möchte ich dich zu Hause. Für die Kleineren können die Eltern natürlich auch ein bisschen unterstützen. Wir fangen damit erstmal an, ja, bevor Maggie ganz alleine den Parcours durchläuft. Immer dem Signal folgen. Das heißt, ihr könnt klatschen oder ein Zeichen geben. Und das versuchen wir euch jetzt mal zu zeigen. So, Maggie, bist du bereit? Ja. Wenn man aufhört zu klatschen oder zu reden, dann ist immer Stopp. Super, Maggie. Nimm mal die Augenklappe ab. Das hast du toll gemacht. Und jetzt, um es noch schwerer zu machen, versucht Maggie es mal ohne Hilfe. Uiuiui. Wenn ihr dann einen Becher umschubst, nicht schlimm. Mama und Papa oder Bruder oder Schwester stellen den Becher wieder auf oder die Flasche und dann könnt ihr weitermachen. Also, wollen wir mal schauen, ob Maggie es schafft, okay? Ganz ohne Hilfe. Mal schauen, ob du es gemerkt hast. Los geht's.
Maggie, stopp mal kurz. Du bist gerade auf dem falschen Weg. Da könnt ihr natürlich zu Hause auch helfen, den Kindern. So, komm nochmal hier hin. Und weiter geht's. Sehr gut. Das hast du klasse gemacht, Maggie. Wie war es denn für dich? Ja, man hat keine Orientierung mehr. Schwierig. Also, das war unser Abschlussspiel. Versucht's mal zu Hause nachzumachen. Wenn es nicht beim ersten Mal klappt, ist nicht so schlimm. Dann versucht einfach nochmal. Viel Spaß zu Hause, bis zum nächsten Mal. Ciao.